Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu diesem kleinen Update von Dinotopia. Wir waren ja jetzt schon lange nicht mehr am Start. Es hat sich nicht sehr viel getan. Es war so, dass unser Server abgeschmiert ist und dass der ganze Fortschritt weg war. Und der liebe Paint und ich haben uns dann rangesetzt und haben das Labor nochmal komplett neu aufgebaut. Und ich zeige euch jetzt heute mal, was so ein bisschen noch neu verändert dazugekommen ist. Also wir haben zum einen hier mal diesen Helikopterlandeplatz. Der ist echt schön geworden, finde ich. Und man kann halt hier mit einem Hubschrauber dann landen. Und dann geht man so hinunter und kommt hier zum Eingang. Hier wirft man dann seinen Laborschlüssel ein. Den wird man dann natürlich bekommen von einer story-relevanten Person. Weiß ich noch nicht, wie man den bekommt. Egal. Das ist alles gleich geblieben. Das hatten wir ja schon. Der Aufzug ist leider noch nicht wieder eingebaut, aber das ist alles wieder aufgebaut. Wir haben diesen schönen Wartebereich. Diese lila Ecken hier, weiß ich nicht, wodurch sie entstehen, aber das werde ich noch schauen. Ansonsten sind da halt so ein paar lila Ecken. Ja, hier haben wir so einen kleinen Pausenbereich für die Angestellten. Kennt ihr eigentlich eh schon aus den Streams mit so einem kleinen Automaten und so weiter und so fort. Die Labors haben sich nicht sehr viel verändert. Das Einzige, was ist, dass hier Druckplatten ist. Und sonst sind sie eigentlich ziemlich gleich geblieben. Hier, dieses Labor haben wir natürlich auch wieder ganz aufgebaut. Eigentlich hat sich nicht viel verändert. Wir haben halt alles von den Streams, oder ich zumindest, und der Paint dann auch ein bisschen wieder abkopiert und wieder abgebaut und geschaut, dass es möglichst gleich ausschaut wie vorhin. Und haben eben geschaut, dass wir wieder dorthin kommen, wo wir waren, bevor der ganze Fortschritt verloren gegangen ist. Hier die Toilette funktioniert, sollte eigentlich funktionieren. Da hat es immer einen Ladefehler. Die muss man einmal so händisch aktivieren und dann funktioniert sie. Sprich, wenn man hineingeht, geht sie automatisch zu und das Besetzt leuchtet auf. Das hat man eh gerade kurz vorher gesehen, also so. Und wenn man jetzt schnell drauf schaut, war das Besetzt aufgeleuchtet. Genau. Dann haben wir hier noch das letzte Labor. Das hat sich insofern ein bisschen verändert, dass sich die alle auf den Boden gesetzt haben. Also diese Apparaturen waren eigentlich immer einen Block weiter oben. Aber ich finde, es schaut besser aus, wenn es am Boden ist. Und man kann auch besser drauf zugreifen, wenn man sich in den Sessel setzt. Gut, dann haben wir diese Etage auch schon abgeschlossen. Wie gesagt, wir haben versucht, alles so gut wie möglich detailgetreu wieder so hinzubauen, wie es war. Und das ist uns eigentlich auch einigermaßen gut gelungen. Gut, dann schauen wir da nochmal in das Labor. Da hat sich eigentlich nichts verändert. Das war ja Gott sei Dank schon fertiggestellt. Und somit war das nicht betroffen von dem kleinen Backup-Fehler sozusagen. Denn also wir hatten ja einen Nitrado-Server gemietet. Und ich habe eh die Nachricht bekommen, ja, der Nitrado-Server läuft aus und pass auf, der Server wird gelöscht und so weiter. Und ich, Dulli, habe dann vergessen, mir ein Backup herunterzuladen von der Welt. Und somit war der gesamte Fortschritt, den wir am Server gebaut haben, verloren. So, hier haben wir die neue Garage. Die hat der gute Paint gebaut. Da bin ich sehr dankbar und ich finde, sie schaut viel besser aus als die alte. Also ganz ehrlich, ihr könnt eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben, aber diese Garage schaut echt mega gut aus. Hier kommen noch zwei Bilder hin. Was das sein wird, weiß ich noch nicht genau. Dann haben wir hier einen Mechanismus, der wieder den Laborschlüssel überprüft und uns wieder den Schlüssel zurückgibt. Das ist eine ganz tolle Sache hier. Und ja, hier werden dann die Dienstautos stehen, mit denen man sich dann auch durch den Park bewegen kann. Und hier haben wir einen Mechanismus eingebaut, oder habe ich einen Mechanismus eingebaut. Der erkennt, wenn du vorfährst, dann gibt das quasi ein Redstone-Signal aus, die Tür geht auf und erst wenn du durchgefahren bist, also da wartet es noch eine kurze Zeit und dann geht es wieder zu. So, dann haben wir noch, ja, das ist die neue Einfahrt in die Garage. Und man kommt quasi mit dem Auto hier angefahren. Ich kann euch das mal kurz demonstrieren. Wie heißt denn das schnell? Ranger? Nein. Jeep? Ja, hier haben wir es. Also wir haben dieses Auto hier zum Beispiel und wollen in die Richtung fahren.
So, jetzt bin ich gespannt, ob das funktioniert. Ja, das Problem ist halt, ja, man ist halt auf der falschen Seite, da muss man kurz aussteigen, wirft seine Keykarte hier ein oder den Mitarbeiterausweis, wartet, bis es so aufgeht, kriegt es wieder zurück und kann sich in Ruhe einpacken. So, jetzt wechseln wir mal die Ansicht. Ja, die Straße ist ein bisschen klein vielleicht, aber das passt schon. Und hier haben wir noch so Ehrenparkplätze quasi, VIP-Parkplätze, Behindertenparkplätze und so weiter und so fort. Ups. Ja, die Mechanik von dem Auto ist immer ein bisschen, ja, interessant. Ja, das war eigentlich schon so ziemlich alles, was wir gemacht haben. Ich wollte euch einfach mal ein kurzes Update geben darüber, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Ja, leider habe ich den Kontakt zu Paint verloren, da sein Discord-Account gelöscht wurde oder er ihn gelöscht hat, weiß ich nicht genau. Das kam ziemlich überraschend. Also Paint, wenn du das hier siehst, melde dich gerne bei mir. Schau einfach mal rein, der Server hat meine Discord-IP eh drinnen, also da könntest du mich wieder adden. Ansonsten bin ich auch auf der Joecraft-Server noch vertreten. Unter dem Namen, unter dem mein YouTube-Kanal läuft. Also, solltest du das hier sehen, würde ich mich freuen, wenn du dich meldest, denn ich hätte schon noch gerne mit dir ein bisschen weitergebaut, das Projekt. Ansonsten wird es wahrscheinlich noch neue Bilder-Team-Mitglieder geben, denn ich habe wieder mal auf dem The Joecraft Discord-Server angefragt und mein Projekt ein bisschen beworben und es haben sich ein paar Leute gemeldet. Mal schauen, ob die denselben Baustil haben wie ich oder ob das ungefähr zusammenpasst. Ich hoffe natürlich sehr, denn gemeinsam zu spielen macht natürlich mehr Spaß, als da alleine an der Map herumzubauen. Gut, und im Großen und Ganzen war es das eigentlich auch schon wieder. Ja, in nächster Zeit habe ich zumindest mal vor, wieder ein paar Livestreams zu bringen. Da wird dann wahrscheinlich das Aquarium in Angriff genommen. Ja, da werden wir wahrscheinlich am Aquarium weiterbauen, habe ich zumindest vor, weil das ist ja auch noch nicht ganz fertig. Wir können ja da direkt mal hinschauen. Das müsste hier so in der Richtung sein, genau. Da haben wir zum einen dieses mega große Becken, wo halt einiges noch passieren muss. Zum anderen hätten wir da dieses Restaurant, diesen Imbiss. Den würde ich ganz gerne mal als nächstes bauen, glaube ich. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen will, wie ich es machen werde. Ja, wir werden sehen. Aber das wird wahrscheinlich so das nächste Projekt in nächster Zeit sein, dass wir da im Aquarium ein bisschen weiterbauen. Gut, dann war es das von diesem kleinen Update. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr so diese neue Garage und das neue Labor findet. Am Labor hat sich ja nicht viel getan, aber die Garage finde ich ist wirklich mega gut geworden. Jetzt nochmal den Shoutout an Paint, falls du das hier siehst, melde dich bitte. Es würde mich freuen, wenn wir weiter gemeinsam an dem Projekt bauen könnten. Und wir sehen uns hoffentlich bei einem der kommenden Livestreams. Macht's gut, bis dann und ciao.